Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Weiter geht's mit den speziellen Krankheiten. Und zwar heute der Necrovirus. Den habe ich freigeschaltet, indem ich den Neuraxwurm auf Brutal erledigt habe. Und den Necrovirus habe ich zweimal schon auf Einfach und einmal auf Normal besiegt. Der Name bleibt derselbe und hier haben wir den Gencode, einmal die Bonus-DNS, den Landbonus, die Übertragungsmutation, Widerstandsfähigkeit und hier oben haben wir einen neuen Teil des Gencodes, exklusiv für den Necroa-Virus. Zwar 5 weitere Gene, reduzierte Autolyse, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, stoppt es einfach, wenn ihr es lesen wollt, den zytopathischen Schub, die gespleiste Aktivierung, Thermonekrose und den Dopaminhemmer. Und ich werde einfach die Thermonekrose nehmen. Macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied, was ihr da nehmt. Ich nehme einfach das, weil ich das schon freigeschaltet habe. Und dann starten wir das Ganze. Und ihr habt vorgeschlagen, oder einer von euch hat vorgeschlagen, dass ich in Russland starten soll. Werde ich nicht machen. Ich glaube, ich habe es in praktisch jeder Folge erklärt. Ich werde es wahrscheinlich nochmal erklären müssen. Also hier haben wir China. China, kleinen Moment. Androstress ist Necrovirus. Er verfügt über einen extrem regenerative Fähigkeiten und aggressiven Stoffwechselbedarf. Der Großteil seiner genetischen Struktur bleibt rätselhaft. Also wir haben es mit einem Zombie-Virus zu tun. Zurück zum Thema. Wir haben hier China. China kann Indien und Russland infizieren. Indien und Russland können jeweils Madagaskar und Grönland infizieren. Grönland und Madagaskar sind zwei der schwierigsten Länder, die man infizieren muss, weil sie eben keine Landverbindungen zu anderen Ländern haben und keine Flughäfen. Dadurch kann man sie eben nur durch Schiffe infizieren, Madagaskar zum Beispiel eben durch Indien und Grönland durch Russland. Und zwischen Indien und Russland liegt genau China. China ist daher so ziemlich der beste Ort, um die beiden Länder zu infizieren. Allerdings gibt es auch noch die Karibik, hat auch nur einen Hafen und hat auch keine Landverbindung. Die Karibik wird unter anderem durch die USA infiziert und es fliegt ein Flugzeug zwischen USA und China. Also China ist so ziemlich der beste Ort, wo man eine Krankheit ausbilden kann. Genau. Und jetzt holen wir uns die Übertragung. Und zwar beginnen wir mit zoonotischer Verschiebung und Vogel 1. Wir werden hier einige Upgrades holen. Und ich werde auch mal die Strategie darlegen, würde ich jetzt sagen. Und zwar werden wir möglichst lange keine Zombies haben, sondern möglichst viele Leute erst infizieren, bis die Heilmittelforschung fast fertig ist. Und dann beginnen wir mit den Zombies. Weil Zombies können nicht geheilt werden, wenn infizierte Leute in Zombies verwandelt werden, bringt die Heilmittelforschung nichts. Deshalb werden wir auch nichts gegen die Heilmittelforschung tun. Und als weiteres, wenn wir früh ganz viele Zombies haben, beginnt ein SICOM-Projekt. Das ist quasi ein Land, was unglaublich schwer zum Einnehmen ist. Deshalb werden wir erst relativ spät Zombies reinbringen, damit möglichst wenige Länder bei diesem SICOM-Projekt sind. Genau. Also das war die Strategie kurz zusammengefasst und ich hole hier ganz viele Übertragungswege, die eben nicht auf Menschen basieren. Und wir haben auch schon 30.000 Infizierte und Insekt wurde mutiert. Sehr schön. Ich habe bemerkt, dass hier vor allem die afrikanischen Länder ziemlich schwer zum Einnehmen sind, weil sie eben sehr heiß sind und dadurch sehr schnell die Zombie-Menge verlieren. Und daher würde ich noch ein weiteres Upgrade holen, hier Blut 1 und danach vielleicht Luft 1, damit es eben auch in trockenen Gebieten besser infizieren kann. Genau. Während ich hier geredet habe, sind wir schon bei 40 Millionen Infizierten. Also ja, ich habe auf jeden Fall eine Menge geplaudert. Und was noch anzumerken ist, ihr seht das, wenn die Länder infiziert werden, sie werden nicht unbedingt rot, sondern mehr so grau-schwarz. Ein bisschen, ja, so ein Stichrot ist da schon noch drin.
Jedenfalls beginnen wir jetzt hier ganz viele Länder zu infizieren. Und zwar unter anderem Japan, Saudi-Arabien, Indonesien per Flugzeug und natürlich die üblichen Nachbarländer. Und da kommen auch schon erst ein paar Schiffe, was sehr schön ist. Da haben wir Großbritannien, da haben wir Australien, da haben wir Mittelamerika. Also bisher läuft es gut. Lufteinzübertragung mutiert. Das wollte ich mir eben kaufen, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und ich würde sagen, das war es eigentlich mit der Übertragung, weil wir haben hier noch eine Menge Sachen, die zwar nützlich sein könnten, aber ja, sie werden ziemlich teuer. Also ihr seht hier 20, 23, 24. Die hier gehen noch, aber brauchen wir nicht unbedingt. Deshalb würde ich sagen, wir warten jetzt einfach ganz lange, bis praktisch die halbe Welt infiziert ist. Wir haben auch schon fast ein Viertel geschafft. Wir wurden bisher noch nicht entdeckt, soweit ich weiß. Da haben wir erhöhte Speichelproduktion wurde mutiert. Das heißt, das ist unser erstes Symptom hier. Sollte nicht allzu schlimm sein. Oder doch, wir wurden entdeckt. Naja, egal. Jedenfalls, wir haben noch nicht die USA infiziert, was ein bisschen schade ist. Da haben wir noch ein paar Punkte. Und da kommt das Flugzeug. Sehr schön. USA infiziert. Heißt nicht mehr lange und wir infizieren auch Madagaskar, Grönland und die Karibik. Und jetzt warten wir, bis die Heilmittelforschung ziemlich weit vorangeschritten ist. So, keine Ahnung, 80% oder so. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht 70. China schließt Flughäfen. Ja, zu spät. Schaden ist getan. Und wir haben eine Menge Punkte, die werden wir noch nicht einsetzen, weil, wie schon gesagt, wir wollen erst relativ spät mit den Zombies anfangen. Und wir wollen auch kein SICOM-Projekt gestartet haben. Deshalb werden wir hier noch ein bisschen warten. Indien würde ich ganz gerne infiziert haben. Aber das scheint sich noch so ein bisschen zu ziehen, was ein bisschen schade ist. Jedenfalls kriegen wir hier ganz schön eine Menge Punkte rein, deshalb verlangsame ich mal kurz. Ich möchte nämlich auch keine Punkte verpassen. Das wäre nämlich unschön. Und Kanada haben wir jetzt auch. Ist ganz gut. Madagaskar fehlt natürlich. Indien. 5% sind schon infiziert. Das klingt doch ganz gut. Heilmittelforschung auch erst bei 5%. Also bisher läuft's, würde ich sagen. Solange jetzt nicht irgendjemand unverhofft die Grenzen schließt. Jetzt haben wir etwa ein Viertel. Ja, Europa ist kaum infiziert, würde ich sagen, bisher. Polyphagie-Symptom, also das zweite hiervon. Es erhöht nochmal die Ansteckungsgefahr und die Schwere. Und die laufen hier in der Mitte zu, die ganzen Upgrades, bis zum Zombie-Virus, also bis zur eigentlichen Epidemie. Bisher infizieren wir quasi Leute nur. Fähigkeiten, Arzneimittelresistenz wäre natürlich ganz nützlich, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir holen uns die erste Stufe. Die anderen Sachen interessieren uns nicht so. Hier in der Mitte kommen später ganz viele Upgrades für unsere Epidemie hinzu. Aber die werde ich jetzt noch nicht auspacken. Genauer gesagt, kann ich die noch gar nicht auspacken, weil wir keine Zombies haben. Das verbreitet sich schon. Ja, es verbreitet sich schon ganz schön. Viele Länder sind schon infiziert, leider noch nicht alle. Madagaskar fehlten vor allem noch. Indien ist fast vollkommen infiziert. Neuguinea haben wir. Neuseeland noch nicht. Australien kaum. Dafür die Karibik. Sehr schön. Russland, ja, ist ziemlich wenig. Madagaskar hat soeben Grenzen geschlossen, was eigentlich nichts bringt, aber sie haben es trotzdem getan. Island, sehr schön. Neuseeland, auch schön. Das ist sehr gut, aber Madagaskar fehlt leider noch. Und Grönland. Okay, Mutationsmuster außergewöhnlich. Das hat die Heilmittelforschung ein bisschen zurückgesetzt. Und dann können wir das noch ein bisschen schneller laufen lassen. Ah, beide haben die Häfen geschlossen. Das ist natürlich doof. Aber ansonsten könnte noch ein Schiff von Saudi-Arabien oder Südafrika dorthin fahren. Wenn wir ein bisschen Glück haben, passiert das noch rechtzeitig. Aber Grönland hat
den Hafen geschlossen. Heißt, ja, dass es auf jeden Fall Pech gab. Da müssten wir dann später mit einer Zumi-Horde reingehen. Das ist so eine aktive Fähigkeit, die man selber auswählen kann, wo die hingehen soll. Aber ihr seht, das läuft trotzdem ziemlich langsam hier in Afrika. Ansonsten sieht das überall schon ganz gut aus, würde ich sagen. Und da sind die ganzen Forschungsblasen, die wir einsammeln, um die Forschung eben zu verlangsamen. Wir haben über 105 Punkte, über 100 Punkte. Und die Heilmittelforschung ist ganz schön vorangeschritten. Deshalb lasst die Zombies raus. Dann holen wir uns das hier vielleicht noch. Dann gehen wir hier rüber zu den Fähigkeiten. Und das da, auf jeden Fall. Und das. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ich hier mache. Also ich habe hier erstmal die Zombies freigeschaltet. Dann habe ich die ein bisschen schlauer gemacht, würde ich sagen. Und hier habe ich mir den Hordentrieb geholt, Hordenmentalität, Hordenkommunikation, Hordenpheromone. Das sorgt eben dafür, dass die Horden immer größer werden. Dann strukturiertes Reisen und Treibgutnährung. Die Treibgutnährung ist halt dafür da, damit wir über Wasser eben ein bisschen schneller infizieren können. Wie zum Beispiel Madagaskar, was eben fehlt. Und ja, sieht an sich ganz gut aus bisher. Wir haben noch ein paar Punkte mehr bekommen. Dann packen wir die mal hier rein und verteilen das mal ein bisschen, um die Zombies stärker zu machen, um das SICOM-Projekt quasi aufzuhalten. Bisher gibt es noch kein SICOM-Projekt, das sieht da also ganz gut aus. Noch ein paar mehr Punkte. Ich würde sagen, packen wir hier in den Peptidschub, keine Ahnung, damit das Ganze eben ein bisschen schneller läuft. Heilmittel zu 95% fertig. Das ist mir relativ egal, weil jetzt seht ihr, wie viele Zombies dagegen dazu kommen. Und die Heilmittelforschung kommt halt kaum dagegen. Heißt, es ist eigentlich schon zu spät. Hier im Vereinigten Königreich haben wir ziemlich viele Zombies. Deshalb würde ich sagen, wir schicken das mal in die gesamte Welt hinaus. Und dann gehen wir mal von hier hin. Spanien hat relativ wenig, Frankreich auch. Wir schicken einfach von Großbritannien die überall hin. Und ganz vergessen, SICOM-Projekt in Grönland. Oh, das wird schwierig. Wir müssen hier hin, von Ostafrika nach Madagaskar. Brasilien sind auch so wenig, es sind überall so wenige Zombies drin. Oder da existieren nur wenige. Oh, perfekt. Da hatten wir natürlich ein bisschen Glück. Also ich habe ja schon Zombies hingeschickt. Und die haben einfach alles komplett fertig gemacht. Also wir haben sie kommen quasi zerstört. Das war jetzt hier ein bisschen Glück, muss man schon sagen, dass ausgerechnet Grönland trifft. Und dass ich dann ausgerechnet, welche dorthin geschickt habe. Jetzt machen wir Folgendes, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Wir packen überall diese Zombies hin. Und wir machen die nochmal ein bisschen stärker, holen uns das hier, keine Ahnung. Und dann schicken wir überall Zombies hin. Also ich würde sagen, hier von Ostafrika noch welche nach Südafrika. Und auch noch welche von Madagaskar darüber. Weil da ziemlich wenige Infizierte sind. In Neuseeland genauso. Deshalb nochmal von hier nach da. Und so schicken wir die halt in die gesamte Welt hinaus. Holen wir uns das da noch. Ihr seht, ich mache irgendwelche Upgrades, um die Zombies einfach stärker zu machen. Also ich denke mal, es ist ziemlich egal, was man da sich holt. Das da vielleicht noch. Neuseeland hat noch relativ wenig Infizierte. Ja, okay, jetzt sind es auf jeden Fall einige. Wir haben da noch einige Punkte. Ich würde mal ganz kurz gerne stoppen. Und zwar gehen wir hier auf Grönland und holen eins von hier in Frankreich und hier die ganzen nordafrikanischen Länder, weil wir müssen hier Europa ganz schön infizieren. Ich würde sagen, von China machen wir noch eins nach Russland und von Kasachstan und hier von Ostafrika eins. Und da haben wir auch nicht mehr genug Punkte. Und dann stoppen wir wieder. Wir schicken die hier nach
Eigentlich wollte ich die nach Botswana schicken, aber von mir aus, das geht nach Spanien, das geht nach Italien, das geht in die Balkanstaaten, Russland und Russland. Und dann seht ihr da ganz viele Zombies, die überall hingehen. Moment, ich muss Punkte sammeln und einmal kurz stoppen. Das hier geht, keine Ahnung wohin, Zentraleuropa. Und dann haben wir hier ganz viele Zombie-Horden, die dann die Welt weiter infizieren können. Noch ein paar mehr Punkte. Ah, ich würde sagen, die stecken wir jetzt einfach nur noch in die Zombie-Horden rein. Und zwar hier eins und da eins. Und dann packen eins dahin. Und das war das Falsche. Okay. Noch eins nach Botswana. Italien hat kaum Infizierte, dann halt von Frankreich nach Zentraleuropa natürlich. So und so. Und ihr seht, wie das hier läuft. Also wir holen eigentlich nur ganz viele Punkte und dann ganz viele Zombie-Horden. Russland kämpft noch ein bisschen hier. Da schicken wir mal gleich zwei von China hin. Und hier von den USA nach Kanada. Damit das Ganze eben ein bisschen schneller geht. Schauen wir mal kurz. Es gibt noch eine Menge gesunde Länder. Und ja, da ist es zweimal fast eben geworden. Jedenfalls haben wir jetzt hier eine ganze Menge schon infiziert. Ich würde hier noch eins nach Finnland schicken, damit das da auch ein paar mehr sind. Sieht ganz gut aus. Und noch mal eins von China, bevor die ganzen Zombies da wegsterben. Denn das tun sie relativ schnell. Entschuldigung. Ein kleiner Kloß im Hals. Jedenfalls haben wir es praktisch, glaube ich. Wir schauen noch mal kurz. Angola, Finnland, Norwegen, Italien, Russland, Kanada. Also, Norwegen. Oh, Norwegen sind tatsächlich noch einige. Finnland, Kanada. Und ich habe es wieder vergessen. Angola und Italien. Okay. Und ja, okay, das sind kaum welche. Aber Norwegen macht mir so ein bisschen Angst. Deshalb behalten wir das mal im Auge. Vielleicht von Schweden ein paar rüberschicken. Genau so. Und dann sollte das eigentlich auch gut sein. Russland hat auch noch einige. Die sind praktisch alle tot. Machen wir von Finnland noch ein paar nach Russland. Und da haben wir noch ein paar mehr in Russland. Also hier, da sind wirklich noch eine Menge gesund. 35 Millionen. Und die könnten es vielleicht sogar schaffen, die Zombies zu überrennen. Norwegen und Russland fehlen noch. Also da ist wirklich nicht mehr viel. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Und gleich sollten wir es haben. Ja, da haben wir Norwegen. Da haben wir noch ein paar mehr Punkte. Nehmen wir Norwegen nach. Okay, nehmen wir den langen Weg. So. Oh, perfekt. Jetzt ist da diese kleine Zombie-Horde, die nach Russland geht und völlig umsonst. Aber egal, hier haben wir den Krankheitsverlauf. Ja, ist ziemlich stark irgendwann angestiegen. Also da haben wir die Zombies ja geholt bei 493 oder so. Dann den Weltverlauf. Ja, zweimal fast ebenerdig geworden, aber ging dann ziemlich schnell nach oben. Und der Heilungsverlauf, ja, der hat uns nicht wirklich interessiert, deshalb ist er bis zu 100% gekommen. 692 Tage, ja, ist ein bisschen lang, aber an sich ganz okay. Und da haben wir die DNS-Sequenz Standard, okay. Schwierigkeitsgrad normal, Krankheitstyp Necrovirus, Zeit 692 Tage, Heilmittelfortschritt 100%, 10.850 Punkte und 3 von 5 Sternen.
Wir haben den Dopaminhemmer freigeschaltet. Sehr schön. Ist mir jetzt relativ egal. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Beim nächsten Mal kommt die Affengrippe dran. Und tschüss.